Einer der größten Unterschiede zwischen Ranked und Pro-Spielern ist die Kommunikation. Wo es im Ranked an manchen Stellen etwas ruhiger vonstatten geht, weil wieder irgendjemand auf Sound spielen muss oder man in der Solo-Queue unterwegs ist, hauen sich Pro-Spieler geradezu die Infos um die Ohren. Heute möchte ich euch ein paar Tipps und Tricks vorstellen, um die Kommunikation mit euren Mitspielern zu verbessern. Starten wir mit der Struktur von Callouts. Diese sollen so kurz wie möglich sein, aber dennoch alle wichtigen Infos enthalten. Folgende Reihenfolge nutze ich immer als Orientierung. Als erstes der Operator-Name, dann die Position, dann die Aktion oder der Status, wie zum Beispiel der Operator ist tot, liegt auf dem Fußboden, flanked, run out, solche Sachen eben. Und zum Schluss kann man da noch extra Infos geben, wie zum Beispiel die Anzahl der Lebenspunkte, ob das Gadget im Cooldown ist, beziehungsweise sogar alle verbraucht wurden, irgendwas in der Richtung. Speziell den Operator-Namen halte ich oft für sehr wichtig. Anhand des Operator-Namens lassen sich Verhaltensmuster ableiten. Eine Kavera wird vermutlich anders agieren als ein Dog. Außerdem sind die oftmals als Kontext zu vorherigen Aktionen wichtig. Sagen wir mal, eine Etage unter einem läuft die ganze Zeit ein Puls umher. Und die Infos auch bekannt, weswegen die Teammates in Bewegung bleiben, um kein C4 abzubekommen. Falls man dann selber den Puls rausnimmt, möchten die Mitspieler schon ein Pulse Below Dead hören und nicht nur One Below Dead. Die Info, dass das explizit Puls war, macht einen gewaltigen Unterschied. Gewöhnt euch also die Callouts wie einer tot oder One Dead ab und versucht die Operator-Namen, falls möglich natürlich, mitzusagen. In vielen Fällen kann man aber auch Schritte weglassen und das Ganze ein wenig abkürzen, wenn sowieso gerade die genaue Position von zum Beispiel Jäger genannt wurde und man ihn direkt danach ausschaltet, dann weiß ja noch jeder, wo dieser stand. Die Position kann also übersprungen werden und ein Jäger Dead reicht aus. In anderen Fällen kann man wiederum den Operator-Namen weglassen, falls gerade ein Verteidiger einen Runout macht, sollte diese Info so schnell wie möglich bei meinem Mitspieler ankommen. Da genügt ein Yellow Runout, den Operator-Namen kann man danach noch ergänzen. Wie gesagt, die vier Punkte dienen als Orientierung oder als Hilfestellung, sehr häufig wird man aber aus guten Gründen davon abweichen. Versucht eure Aussagen immer möglichst konstruktiv und in einer normalen Tonlage zu äußern. Callouts dürfen gerne etwas lauter sein, damit die auch bei allen Kollegen ankommen. Anschreien muss man die Leute aber dennoch nicht. Bleibt bei den Fakten und seid mit Vermutungen eher vorsichtig. Wenn zwei Angreifer vorm Breach stehen, stehen auch nur zwei Angreifer vorm Breach und nicht alle. Man darf Vermutungen äußern, man kann eben nicht alles wissen und auch nicht alles drohen, aber dann sollte auch klar gesagt werden, dass man sich nicht zu 100% sicher ist. Sprecht eure Mitspieler gerne direkt an, wenn ihr etwas möchtet. Wenn man allgemein fragt, ob man eine Flankdrohne bekommen könnte, wollen das plötzlich drei Leute auf einmal machen oder niemand fühlt sich angesprochen? Meistens eher das Zweite. Und auch das Wiederholen von Callouts ist nichts Ungewöhnliches. Das klingt natürlich im ersten Moment etwas unnötig, weil dann noch mehr geredet wird, andere Callouts untergehen und Leute schlechter auf Ingame-Sounds achten können. Aber man muss davon ausgehen, dass Callouts häufig nicht direkt beim ersten Mal komplett wahrgenommen werden. Die Leute sind selber im Tunnel, konzentrieren sich auf mehrere Sachen und werden beim ersten Callout zwar wahrnehmen, dass da was gesagt wurde, konnten ihn aber noch nicht komplett registrieren. Das ist wieder so eine Gefühlssache. Wenn man zu zweit am Roam ist und gerade nicht viel los ist, wird der Mitspieler den Callout wahrscheinlich sofort wahrnehmen. Bei jemandem, der gerade mitten im Gunfight steckt, ist das eventuell nicht der Fall. Da darf man den Callout gerne nochmal wiederholen. Ein wichtiger Bestandteil der Kommunikation ist außerdem, seinen Mitspielern zu sagen, was man selber gerade so macht. Wenn ich solo on-site pushe, sollten meine Mitspieler das auch erfahren. Dann können die noch ihre Position ändern, um mich beim Push zu unterstützen. Oder vielleicht wollen die auch direkt mitpushen. Wenn mich ein Mitspieler darum bittet, die Stairs hinter ihm abzuaimen, aber ich nach einiger Zeit wieder weggehe, sollte ich ihm das auch sagen, damit er nun weiß, dass niemand mehr seinen Rücken deckt und er nicht auf einmal unerwartet von hinten stirbt. Das lässt sich auf viele weitere Bereiche übertragen. Ich halte die Rotation zu Bedroom, ich halte die Kamera in Garage, ich flanke über White Stairs, ich komme zurück zum Objective, ich breache die Wand zu CC und, und. Falls ihr solo irgendwo am anderen Ende des Gebäudes roamt, müsst ihr jetzt nicht jeden Schritt eurem Mitspieler mitteilen, da ihr zu weit weg seid. Die Mitspieler können nicht so viel mit dieser Information anfangen, aber speziell wenn ihr 2 gegen 1 spielt, redet mit eurem Mitspieler.
Sagt ihm, was ihr gerade abaimt und was ihr als nächstes machen wollt. Informiert euch gleichzeitig darüber, wo euer Mitspieler gerade steht und was dieser alles so im Blick hat. Positioniert euch so, dass der Gegner maximal nur einen von euch beiden töten kann, da der andere sofort auf den Refrag geht. In-Game-Sound ist zwar ganz nett, aber eine vernünftige Absprache bringt euch viel mehr. Weiter geht es mit dem The Blame Game. Leute dafür runterzumachen, dass sie einen Fehler machen, bringt nicht unbedingt das Ergebnis, welches man sich wünscht. Niemand sollte irgendwie beleidigt werden, nur weil er eine falsche Reinforcement setzt. Viele blocken dann einfach nur ab, muten sich und dann bekommt ihr gar keine Callouts mehr. Das kann ihnen auch niemand verübeln. Wer möchte sich schon von unbekannten Leuten über den Voice Chat beleidigen lassen? Fehler passieren. Niemand hat sofort alles richtig gemacht, sondern man lernt es über die Zeit. Weist euren Mitspieler also ganz normal darauf hin, dass die Reinforcement nicht unbedingt die beste Idee war und sagt ihm vor allem auch, warum die nicht so gut ist. Dann werden sich die meisten Leute wahrscheinlich viel verständnisvoller zeigen und auch weiterhin mit euch kommunizieren. Generell ist es erfolgsversprechender, nicht einfach nur zu sagen, was der Mitspieler nicht tun sollte, sondern gleichzeitig auch darauf hinzuweisen, was er stattdessen machen könnte. Man schreit also den Roamer nicht einfach nur an und sagt, er soll aufhören, sich am Ende der Map zu verstecken, sondern erklärt ihm, dass er mehr darauf achten soll, wo die Angreifer das Gebäude betreten und er mehr fürs Team tun würde, wenn er sich dort irgendwo aufhält und damit die Angreifer unter Druck setzt. Dennoch, manchmal muss man auch mal durchgreifen und vielleicht etwas lauter werden, wenn zum Beispiel nun mehrmals hintereinander der gleiche Fehler gemacht wurde, keine Besserung zu sehen ist und die Leute generell nicht zuhören. Aber auch dort sollte man darauf achten, wie man sich ausdrückt. Und zum Schluss noch ein paar Worte zum Thema Backseat Gaming. Backseat Gaming ist, wenn man jemanden zuschaut und ihm die ganze Zeit sagt, was er machen soll. Peek hier, push da, wirf deine Smoke und so weiter. Die Person soll das machen, was man selber in der Situation tun würde. Jedoch wird das häufig nicht funktionieren. Menschen denken unterschiedlich. Auch wenn ich dem Smoke sage, er soll jetzt seine Gasgranate werfen, wird er das eventuell auch tun, aber sehr wahrscheinlich wird er diese an eine ganz andere Stelle werfen, als ich es im Kopf hatte. Es herrscht ein gewisser Interpretationsspielraum. Alles wiederum punktgenau zu erklären, kostet Zeit. Außerdem ist das auch in anderen Aspekten nicht unbedingt förderlich. Auf der einen Seite möchte ich ja, dass meine Mitspieler selbstständig denken können und sie nicht immer nur auf meine Befehle warten. Und für die Person selbst ist es jetzt auch nicht unbedingt angenehm, wenn ihnen jemand die ganze Zeit sagt, was er machen soll. Das setzt einen schon unter Druck, wenn man dauerhaft unter Beobachtung steht. Versucht euren Mitspielern eher Hinweise zu geben, im Sinne von, die Site ist clear oder du hast noch deine Rauchgranaten. Dadurch wird die Person auf etwas hingewiesen, was sie eventuell nicht bemerkt hat. Was sie damit nun macht, entscheidet diese selber. Aber auch hier gibt es wieder Ausnahmen. Speziell bei komplett neuen Spielern kann es hilfreich sein, wenn man diese ein wenig an die Hand nimmt. Und ich beziehe mich speziell auf das Befehle geben, während man zuschaut und quasi das Denken für die Person übernehmen möchte, weil man meint, es besser zu wissen. Im Laufe der Runde sind Befehle völlig normal. Smoke hier mal ab, damit ich planten kann. Geh mal an das Fenster und halt die Rotation oder breach mal die Wand da vorne. Das kennen wir alle und hält auch keiner für ungewöhnlich. Vor allem in gewissen Teamkonstellationen mit beispielsweise einem IGL oder einem Shotcaller ist das ein fester Bestandteil. Und ja, das waren ein paar Tipps und Tricks, um eure Kommunikation mit euren Teammates zu verbessern. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Falls ja, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Wenn ihr selber noch ein paar Tipps habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Man sieht sich beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.